Wir sind unterwegs nach Nepal in Folge 3 der Overwatch Beta. In diesem kleinen Multiplayer-Shooter von Blizzard können wir uns einen von 21 Helden aussuchen und Leute kaputt schießen. Ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt mal Bastion, wie auch immer. Den habe ich jetzt schon mehrmals gesehen. Und dachte, ich probiere den auch mal aus. Ich habe den schon als Gegner gehabt, ich habe den im eigenen Team gehabt. Er scheint eine der Standardfiguren zu sein, eine Standardcharaktere. Wir haben immer noch keine Tanks, Leute. Tanks, mehr Tanks. Wir brauchen mehr Tanks. Okay. So. Ich kann hier irgendwas machen. Ich kann ballern. Ich habe 20 Schuss. Okay, dann lädt er nach. So. Wenn ich hier das mache, werde ich zum stationären Geschütz. Dann habe ich sehr viel mehr Schuss. Dann muss ich auch wieder nachladen. Okay. Das kann ich relativ schnell wechseln. E ist Selbstreparatur und Q ist dann, glaube ich, da kann ich dann so ein Panzerfahrzeug rufen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. So, erstes Mal in Nepal. Wir sind gelandet mit unserem Einsatzraumschiff. Achso, ich kann ja gar nicht rennen. Ich will die ganze Zeit hier auf Shift hämmern, um zu rennen. Aber geht ja gar nicht. So, jetzt muss ich mir eine gute Posi suchen, um kurz für Position... um irgendwie von der Seite... Oh, hier kommt man gar nicht lang. Nur wenn man springen kann. Ach, Mann. Ich dachte, ich erwische sie noch. Wenn sie nochmal runterkommt. Okay, also gegen Tracer ist jetzt der Typ mit dem Geschütz vielleicht nicht unbedingt der... beeindruckendste Kämpfer. Weil sie ist halt super beweglich, kann super schnell irgendwo hin und seine Stärke ist ja die Defensivität, also deswegen ist er auch ein Defensivheld. Oder Charakter. Ich sollte also mir einen Punkt suchen, wo ich mich hinstelle und dann einfach draufhalten. Sie haben dort ein Geschütz. Feindliches Geschütz. So, Selbstreparatur. So, jetzt muss ich das erobern. So, ich stelle mich mal auf. Ach man, ja, das ist das Problem, wenn man gerade noch so aus irgendeiner Ecke sichtbar ist, dann nützt einem das auch nichts, dass man so ein starkes Geschütz ist. Aber vorher habe ich noch Tracer erledigt. Das war die Rache. Die Rache für meine... für meine schmähliche Niederlage gleich am Anfang. So, ich glaube, ich laufe wieder hier oben lang. Da ist man erstmal über eine relativ lange Strecke. Könnte sie einem nicht so viel anhaben. Haha. I got you under my skin. I got you. Unsere Gegner halten sich für unbesiegbar. Das sind sie nicht. Hey, Tracer. Hey Süße, was geht ab? Erledigt. Ja, wir haben das Ding eingenommen, Es wird eine gute Runde, das wird eine sehr gute Runde. Ich sag's dir. Ich stell mich mal jetzt hier in die Mitte, vielleicht ist das irgendwie geiler. Letzte Verteidigungsbastion. Immerhin heiße ich ja auch so. Also muss ich es ja auch so spielen. Ich bin schließlich ein Defensivheld. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so der mobile Held hier gerade. Der Feind ist hier. Der, so, ich habe den Ulti. Der jetzt hier irgendwelche Gegend rennen und Leute töten muss. Ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich sehe leider nichts in die andere Richtung. Spürt die heilende Runde. Okay, 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 das war aber ganz gut. Dass er hier den Schild aufstellt von mir, ist eigentlich echt nicht schlecht. Außerdem haben wir gerade die Runde gewonnen. Also, was soll ich mir groß noch Mühe geben? Gerade für diese Verteidigungssachen ist der Bastion ja natürlich super. Kannst du den einfach irgendwo in die Ecke stellen und versuchen da einfach alles wegzubräzen. Das hat ja jetzt auch ganz gut geklappt gerade. The score is on fire! Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber... So, 6 Eliminierungen habe ich übrigens schon.
Ist doch nicht so schnell. Nicht so schlecht. Let's go! So, ich lauf mal hier rechts lang. Da, wo Tracer lang ist. Zielpunkt verfügbar in 15 Sekunden. Wir haben es gleich geschafft. Selbst heilen, Selbstreparatur. Ah, ich muss das gedrückt halten, damit das funktioniert. Okay, das ist neu. That's new. Bin gefangen! No, no. Man muss echt darauf achten, dass man sich immer mal selbst repariert. Halt dein Maul, so jetzt. Ist echt ganz gut, man muss die Zeit kurz haben, um sich selbst zu reparieren und dann geht das schon. Okay, okay, okay. Achso, der Punkt ist da unten, der ist gar nicht hier oben. Ich dachte, ich bin schon beim Punkt, aber war ich gar nicht. Okay, okay, okay. Vorsicht, Gegenverkehr! Was ist denn da für ein Auto oder sowas unterwegs? Ich höre die ganze Zeit... Ah! Alter, krass, was war das für ein Typ? Leute, ich wäre dafür, dass ihr mich mal verteidigt! Ich kann doch auch nichts machen. Ich kann doch nichts machen. Ich kann nur entweder schießen oder mich reparieren. Ja, schade. Ah, das ist umkämpfter als die letzte Runde. Gucken wir uns mal hier an. Wir sind ja wirklich in einer schönen Bergregion in Nepal. Hey Hanzo, was ist los? Was geht ab? Ah Mann, ich dachte, die anderen übernehmen das jetzt mal und ich kann mich reparieren in der Zeit, aber das war eindeutiger Scheiß war das. Mann, ich bin ganz schön groß. Ich bin echt so ein riesiger Roboter. Okay, also wenn ich gerade am Rumlaufen bin, dann ist es besser zu kämpfen, als mich erst in Geschütz zu verwandeln. Sagen Sie mir. Damit haben Sie höchstwahrscheinlich auch recht. Da wollte ich mal einen Nahkampfkill machen, aber es hat nichts gebracht. So, jetzt kann ich hier rumfahren und Leute kaputt ballern. Ah, scheiße, hier ist kein Gegner. Hier ist nirgendwo ein Gegner. Ja, ich habe irgendwas erwischt. Cool. Okay, der Punkt gehört noch uns. Das ist gut. Na, na, na. Kommt her, kommt her, kommt her. Wo immer ihr seid. Ich verteidige mal den Punkt. Ich versuch's zumindest. Da kommt wieder dieses komische, lustige rollende Rad. Hat man gerade gehört. Jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt ist hier aber irgendwie keine Sau mehr, ne? Lasst sie nicht gewinnen! Irgendwie wundert es mich, was die da hinten machen. Ich fühle mich hier so allein. Okay. Das war nicht schlecht. Ja. Ja, es läuft. Noch 5%, dann haben wir gewonnen. Oh, ich bin so gut. Ich bin immer im Siegerteam, weil ich einfach der Meister bin. Schön. Yes. Und auch Folge 3 geht wieder aus, wie sie ausgehen muss. Mit einem Sieg. Für mich. Beziehungsweise mein Team. Und nur ein offensichtlicher Russe im Spiel. Das Score war wieder mal der Hammer. Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Hat irgendwas Tolles gemacht. Und dann wurde eingefroren. Beeindruckende Leistung. Was ein Typ. Kills als Aufklärer, yeah. Ich fand mich ehrlich gesagt schon ziemlich gut selber. Ja, von mir aus. Gut, ich würde sagen, wir machen direkt weiter in der Teamzusammenstellung. Ja, wieder Levelaufstieg, aber das ist ja mittlerweile Pustekuchen. Matchbewertung, ja, war so Mittel. Mittel. Sagen wir mal Mittel. Ja, es hätte noch ein bisschen spannender sein können.
Da bin ich jetzt mal überheblich genug, dass ich sage, ach, sie hätten uns mehr liefern können als Gegner. Volskaya Industries. Also wir sind jetzt in Russland. Im schönen Russland. Und ich nehme jetzt mal... die hatte ich schon fast alle. McCree hatte ich noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie schwer der ist, aber ich probiere den jetzt einfach mal. So, Revolverheld, das ist doch eigentlich was Nices. Wahrscheinlich komme ich mit dem überhaupt nicht klar, aber das sehe ich ja dann gleich. Immer noch keine Tanks. Hm. Kann man wenigstens einer einen Tank nehmen oder sowas? Ah, ihr nervt doch alle. Ja, nehme ich jetzt wenigstens mal einen Unterstützungshelden. Wie wäre es mit Symmetra? Keine Ahnung, was die kann, aber... Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Hm. Die hat irgendwie so irgendwas. Ach, damit kann ich Leuten so Schilde geben. Das Licht. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ach, da kann ich einen Teleport aufstellen oder sowas, ne? Not? No? Was ist das hier alles? Ich werde wieder Ordnung herstellen. Ich verstehe die nicht. Das ist eine Selbstschussanlage. Ah, okay. Das ist natürlich cool. 1 von 6 Selbstschussanlagen, oder was? Aha. Na gut, dann probieren wir mal. Dann stelle ich jetzt mal Selbstschussanlagen hin. Weiß nicht so genau. Wirkt nicht so, als könnte sie irgendwie voll viel Schaden austeilen. Kann die überhaupt Schaden austeilen? Sieht nämlich fast nicht so aus. Hm. Irgendwie verstehe ich die so gar nicht. Also so weniger als gar nicht. Lucio Senyata. Da muss man, glaube ich, ganz gut... Das ist der, der so mit Ketten einen ranziehen kann. Ich nehme jetzt mal Widowmaker. Ein Schuss, ein Treffer. Weil so mit Ballern, das ist noch eher mein Ding. Ah, das ist dieser Haken. Okay, aber den kann sie nur alle 15 Sekunden oder so benutzen. Das ist wenig. Was ist das? Das ist irgendwie so eine Mine oder sowas, glaube ich. Ach, Mann! Fuck this! Scheiß Tracer. Wir haben gerade den, diesen lustigen Trailer mit Tracer und Widowmaker, nachgestellt. Achso, und dann habe ich mit Rechtsklick habe ich ein Ziel Fernrohr. Die Feinde von Talon werden fallen. Hanzo, stets zu. Na, jetzt habe ich wieder meinen Haken. Achso, wenn er nirgendwo sich festhält. Hä, wie komme ich denn dann da hoch? Yes! I got this! Juhu! Jetzt könnte mich mal bitte einer heilen. Nicht? Diese scheiß Tracer, ey. Die ist sowas von... Ah! Wo bist du? Die macht mich fertig, ey. Die macht mich wirklich fertig. Jetzt stirb doch! Ja, wenn man die richtig spielt, dann ist die praktisch nicht zu treffen. So mies. So, was kann ich... Was ist meine Special Ability? Scheiß drauf, einfach machen! Achso, dann sehe ich durch Wände oder was? Ja. Ah, cool. Naja, gut, hab mir jetzt nicht so viel gebracht, aber... es war, eine... 3-Eliminierung schon? Wow. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, achte darauf, was über oder hinter dir passiert, wenn Reaper sich im genischen Team befindet. Kann der denn so viel über einem sein? Hm.
Ich habe den ja auch schon mal ausprobiert vor 2 Folgen und ist mir gar nicht aufgefallen, dass der so ein... dass der so ein Hüpfer ist. Yes. Okay, damit kann ich also nicht nur irgendwo hochspringen, sondern mich auch sehr schnell durchs Level bewegen mit dem Haken. Ich würde schon sagen, ich sollte mich ein bisschen im Hintergrund halten. Als Sniper ist das ja meistens jetzt nicht die schlechteste Idee. Ich reiß mir das Ziel unter den Nagel. Noch 60 Sekunden. Na komm. Okay, einen Zielpunkt haben wir. Ich muss weg. Sorry. Have to go. So, hier hinten heilt man dann immer. Das ist echt ganz praktisch. So, wo ist denn jetzt der nächste Punkt? Da hinten. So weit komme ich nicht rüber. Okay. Ah, okay, so mit so ein bisschen rumgejumpe geht das dann doch. Da hinten ist der nächste Punkt. Hey, Hanzo. Hanzo? Komm her. Ist das Hanzo? Oder ist das ein anderer? Das ist bestimmt ein anderer. Ich kenne die ja alle noch nicht so gut. Und hüpf. Das finde ich aber ganz nett hier mit den beweglichen Plattformen. Irgendwie der Reaper, der hat voll viel Leben, kann das sein? Wenn ich den treffe, dann passiert überhaupt nichts. Dann verliert er irgendwie 10% oder so. Da bin ich wieder. So, na dann. Da ist sie wieder, sagt sie. Die süße Maus. Da bin ich wieder. Ich weiß noch nicht so genau, was für ein Akzent das sein soll. Also, wow. Sieht ja schick aus hier. Soll das irgendwie russisch sein oder ist sie irgendwie, was ist sie denn? Französin? Ich bin mir da noch vom Design her auch noch nicht so ganz klar. Okay, das hat nichts gebracht. Muss auch noch die Levels kennenlernen. Ich weiß auch noch überhaupt nicht, wo hier was abgeht. Okay. Ist aber echt scheiße. Ist echt so weit weg da hinten, dieser blöde Punkt. Bis man da hinkommt. Gibt es denn da keinen schnelleren Weg? Muss doch irgendwie hier rechts rum da irgendwie einen schnelleren Weg geben, da hinzukommen. Na gut, ich mache jetzt mal das. Dann sehe ich die Leute alle. Was? Was war das? Wie hat er mich denn getötet? Wie? Was ist passiert? Oh, der Drache, den hat man nicht gesehen. Ich habe den überhaupt nicht gesehen, den scheiß Drachen. Oh, ist doch voll kacke. Ich hab überhaupt nicht gesehen, dass da der Drache ist. Der war im Boden drin. Okay, kommt man irgendwie hier? Hier ist übrigens diese Kirche, die man auf dem Intro-Screen gesehen hat. Kommt man hier außen lang? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich suche irgendwie immer noch einen kürzeren Weg, aber hier kommen wir auch nicht lang. Was ist das für eine Scheiße hier? Das ist echt voll blöd, die Karte. Also wenn man da hinten hin will, man läuft ja immer Minuten lang. Ist da irgendwie auch kürzere Wege? Na gut, hier durch den Abstecher durch das Haus, den habe ich letzte Runde gemacht, den hätte ich mir sparen können. Au, au, au. Mann! Was ist denn das für ein Ding? Ist das eine Mine, die ich da hinwerfe? Ja, gut, hat er seinen scheiß Dick-Move gemacht, wie ich ihn auch nenne. Geladen und entsichert.
Ah, wir kriegen diesen scheiß Punkt nicht, ey. Wir kriegen den absolut nicht. Erobere Ziel. Ja, erobern Ziel. Au, Mann, immer haben die alle ihre scheiß super starken Super-Ultis. Was hab ich für einen tollen Ulti? Ich kann durch Wände gucken, was mir auch nichts bringt, weil ich nicht auf Leute schießen kann. Durch Wände. Wo war ich stehen geblieben? Ja, okay. Ich habe jetzt gecheckt, dass man hier nicht rechts lang muss, sondern dass man hier mittig sehr schnell zu dem Punkt kommt. Noch 60. Ihr müsst mir das nicht in die Kommentare schreiben. Ich habe das schon verstanden. So, jetzt habe ich gerade ein Problem. Ah. Ist nämlich gerade mein Bildschirm ausgefallen. Ah, jetzt habe ich irgendwie den Monitor wieder hingekriegt. Ja, keine weiteren Levelaufstiege. Ein paar Punkte, hier so ein bisschen was dazu bekommen. Ja, das war jetzt irgendwie komisch. Irgendwie war plötzlich mein Monitor weg. Wackelkontakt nehme ich an. Ich habe ein bisschen an irgendwas rumgewackelt. Ja, ich würde sagen, wir spielen dann gleich die nächste Folge und dann wird das, denke ich mal, ein... Uppa, stellt euer Team zusammen. Dann wird das, denke ich mal, eine lustige Folge 4 bei Overwatch. Ja, schade, dass wir jetzt diesmal nicht so viel Erfolg hatten, nicht gewonnen haben, aber das kann auch mal passieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Nächstes Mal geht's weiter mit mir, Overwatch, und diesen lustigen, bunten Helden hier. Macht's gut, Leute. Ciao.